So, schauen wir mal rein. Berichte. Was schreibt Roxas denn da rein? Zora? Xemnas hat mir erzählt, dass Zora die Verbindung zwischen Shion und mir sei. Wer soll das sein? Tja, das gilt es jetzt noch herauszufinden, ne? Also, wir wählen eine Gleitertafel, die nehmen wir natürlich wieder mit rein. Da, Gleiterstufe hoch. Bop. Obwohl wir noch hier eine High Potion mitnehmen können, sehe ich gerade mehrere sogar. So, bald haben wir auch das hier voll. So, ich save mal wieder und schau mal, was wir jetzt an Missionen aufhaben. Ja, und sind nicht mehr viele Tage, ne? Wenn wir jetzt schon bei Tag 300 sind. Ist gar nicht mehr so viel, Abschluss wie jetzt Streamende. Ja, Sasa, jetzt ist der Stream zu Ende. Tschüss! Ne, wir schauen mal hier. Brich auf, sobald du bereit bist. Besiege den Phantomschwanz, okay. In Nimmerland ist ein Phantomschwanz aufgetaucht. Finde und besiege ihn. Info: Phantomschwänze können nicht durch Kopftreffer verwundet werden, da sie sich wegteleportieren, wenn man versucht, sie dort zu treffen. Und Stufe Tripler 4 gibt es dann. Also wieder Vierfachstufe, also die Stufe verdreifachen, aber vier Plätze dafür. Ja, na, schauen wir mal. Das ist das Schiff. Oder da ist das Schiff. Erwischt. Und da sind diese Kerle. Habe ich dir endlich die Flügel gestürzt, was, Naseweiß? Das ist dafür, dass du dich ständig in meine Angelegenheiten einmischst. Du wolltest wohl meinen Schatzjagd sabotieren. Tja, Planänderung. Smee, wir kehren zum Schiff zurück. Bin direkt hinter Ihnen, Captain. Sieh an, Fräulein Naseweiß, jetzt eine gute kleine Fee, okay? Naseweiß? Heißt sie so? Sie haben sie erwischt. Ich muss ihr helfen. Aber sie hat eigentlich nichts mit der Mission zu tun. Na und, ich gehe. Sie hat mir immerhin geholfen zu fliegen. Und ich habe sie verjagt. Ich kann mich um die Mission kümmern, wenn sie in Sicherheit ist. Ja, dann helfen wir ihr jetzt. Das wäre ja komplett sonst doof. Bibi boof. Ich kann komischerweise nicht mehr fliegen hier, ne? Nee. Nur noch so fliegen, aber das richtige Fliegen geht gerade nicht. Zum Klabauter mit diesem nutzlosen, mit dieser nutzlosen Karte. Aber Captain, sind Sie sicher, dass Sie sie zerreißen wollen? Wir haben sie doch schon überprüft, sie ist wertlos. Wenn Sie das sagen. Kurs setzen, Herr Smee, auf zum nächsten Schatz. Ei, ei, Captain. Klingt, als wären Sie drin. Aber Feen steckt man doch in eine leere Flasche und nicht in Beutel. In einem anderen Spiel macht man das so, Sasa, ja. Aber meinen Sie wirklich, dass es den Ärger wert ist? Wir haben schon jede Menge gegraben und bis jetzt nichts als Schrott und Herzlose gefunden. Schluss jetzt mit dem Gejammer, verstehst du nicht, Smee? Warum gibt's wohl so viele Karten? Derjenige, der den Schatz vergraben hat, will uns in die Irre führen, damit wir den richtigen Schatz nicht finden. Oh,
dann ist das eine der Karten also echt, oder? Ei, und welche es ist, finden wir nur heraus, wenn wir sie deiner Reihe nach abklappern. Diese Herzlose müssen als Wachhunde an den markierten Stellen platziert worden sein. Tja, Captain Hook, legt keiner rein, der Schatz ist mein. 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 Und jetzt beweg dich, Smee. Ei, ei, Captain. Oh, oh, was ist mit Naseweiß? Zeigen wir ihr neues Zuhause. Diese Lampe. Bitte lächeln, Herr Smee. Okay, die Küste ist frei. Was? Das war gerade komische Übersetzung. Bitte lächeln, Herr Smee, und die Küste ist frei? What the... Na egal. Warte einen Moment, ich hol dich da raus. Schön, dass du wohl auf bist. Du kommst allein klar, oder? Ich muss jetzt weiter. Hä? Ist noch was? Das muss ein Teil dieser Karte sein, von der sie gesprochen haben. Er hat sie tatsächlich zerrissen. Tut mir leid, aber ich weiß nicht, was du mir sagen willst. Auf diesem Kartenstück ist ein Punkt markiert. Überall, wo sie gegraben haben, waren Herzlose. Und sie haben anhand dieser Karten gegraben. Vielleicht finde ich noch mehr Herzlose, wenn ich an diesen Orten nachsehe. Hey, kannst du mir nochmal fliegen helfen? Ich muss an dem Ort nachsehen, der auf dieser Karte markiert ist. Danke. Ich muss jetzt wieder an meine Mission denken. Pass auf, dass sich die Kerle nicht wieder erwischen, okay? So. Gehe an verdächtig markierte Stellen auf der Karte und grabe dort mit deinem Schlüsselschwert. Leider ist die Karte zerrissen und dir fehlt ein Teil. Wo könnte der Rest sein? Hey, noch ein Schatzkartenteil. Ja, wir gucken erstmal hier alles nach, ne? Sammelt er die etwa? Hier hat jemand etwas hingekritzelt, aber ich kann es nicht lesen. So, mehr ist hier wohl nicht. Hier geht's auch noch runter. Okay, wieder raus. Ein Punkt, das kann kein Schatz sein. Sonst wäre da ein X. Stimmt allerdings. Hey, noch ein Schatzkartenteil. Was macht das da an dem Steuerrad? Egal, ich kapier's doch nicht. Pia auf, welche sind. Dünn, 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 dünn.
Oder ganz oben. Gott sagen, ich kann das Ding da schieben, okay. Okay, wir haben einen Pyrokristall. Hat jemand diesen Mast für Schwertübungen missbraucht? Das sind lauter Kerben. Okay, dann kann ich ja gleich weg hier gehen. Nachdem ich die Viecher hier besiegt habe, alle, ne? Da ist ein Fleck. Jemand muss etwas vergossen haben. So, habe ich jetzt aber alles hier durchsucht, ne? Dann gehen wir mal hier raus und schauen mal, was, wie viele Kartenteile wir schon haben. Ja, wir scheinen alle gefunden zu haben, ne? Das ist eine dieser Holztruhen, die sie ausgegraben haben. Mal sehen, was für jetzt so sehr scheint. Vielleicht der, hinter dem ich her bin. Der Himmel sieht ja geil aus. Hä? Nichts? Gibt es keine Verbindung? Aber warum erscheinen die Herzlosen immer, wenn sie die Truhen ausgraben? Außer er ist es, der Kerl in Rot. Vielleicht steht er in Verbindung mit den Herzlosen. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Mal sehen, was die beiden vorhaben. Hä, warum sollte ich jetzt die... Das verstehe ich jetzt nicht. Warum habe ich jetzt die ganzen Kartenteile da gesammelt? Stehen die beiden da vorne? Sieht so weird aus auf dem... auf dem DS. Yeah!
Okay, also das scheinen Items zu sein. Na gut, dann holen wir uns die Items wenigstens. Einfach draufholzen, ne? Einfach draufhalten. Wir haben sowieso Luftkombos. Hoch und runter fliegen, komme ich immer noch nicht so ganz klar. Bin auch gespannt, wie ich den Herzlos nachher besiegen soll, da er nicht beim Kopf getroffen werden darf. Laut Beschreibung. Ja. Na, war klar. Na gut. Ja. So. Na gut, dann gucken wir mal, was die beiden da so machen jetzt, ne? Wir haben hier den Schatz geborgen. Schauen wir mal nach. Grab weiter, Herr Smee. Aye, Captain. Was? Noch ein Herzloser? Was machen wir jetzt, Captain? Der sieht übel aus. Lauf, Smee. Und wie, Captain? Ich dachte. Das heißt, er teleportiert sich immer, wenn man ihn nicht am Schweif trifft. Okay. Das ergibt Sinn. Na, schon wieder so ein Fight. Yeah.
Das kann wieder ein bisschen dauern. Das sind ja komische Kämpfe. Jetzt zum Schluss, Mann. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ach ja. Ich finde es interessant, dass in der Beschreibung der Mission drin stand, dass wenn man seinen Kopf trifft, teleportiert er sich weg, aber teleportiert sich immer weg. Nur wenn man seinen Schweif trifft, nicht. Und deswegen heißt er wahrscheinlich auch Phantomschwanz. Ach ja. Die Kämpfe sind jetzt irgendwie alle vollgestreckt. Aber naja, da kann ich leider nichts machen. Deswegen guckt man sich wahrscheinlich beim HD-Remix immer nur die Sequenzen an. Ja, wir haben es geschafft. Juhu. Er war es also. Er ist es, der diese ganzen Herzlosen anzieht. Ich weiß nicht warum, aber das ist jetzt auch nicht wichtig. Was war das jetzt an seiner Kajüte? So, und Sasa schreibt, mal sehen, was Nintendo nachher zu bieten hat. Ja, schauen wir mal. Werde ich wahrscheinlich auch gleich ausmachen. Weil eigentlich wollte ich auch nicht so lange machen. Aber gut. Hey, noch ein Schatzkartenteil. Genau hier? Okay. Hä?
Für ein Zenitkristall, na gut. Zurück zum Schloss. Eigenartig. Das ist das Loch, das sie gegraben haben, aber es ist kein Herzloser zu sehen. Die Gier dieses Piraten müsste jeden Herzlosen vielen Meilen Entfernung anlocken. Na, irgendjemand scheint herumzugehen und sie zu vernichten. Wie auch immer das ist, er ruiniert meinen perfekten Plan. Ich brauche eine neue Strategie. Ich gebe diesem Piraten etwas, worauf er richtig gierig sein kann. Dann rufe ich einen riesigen Herzlosen herbei. Oh no! What has happened? Sora's memory. I'm afraid it stopped. What does that mean? Unless something is done, he'll never wake from his slumber. The gloves must come off, then. But... Nobody's never should have existed. As I'm sure you understand, Namine. Yes. Okay. Was meint er jetzt damit? Und Tag 301, freier Platz. So, neuer Eintrag in Roxas seinem Tagebuch. Was schreibt er denn da rein? Tag 300, keine Worte. Wir haben uns zum ersten Mal seit langem wieder auf dem Uhrenturm getroffen. Keiner wusste, was er sagen sollte. Früher hatten wir uns gegenseitig so viel zu erzählen. Diese Zeiten sind wohl vorbei. In letzter Zeit ist so viel passiert, dass ich vergesse, über die Bilder in meinem Kopf zu schreiben. Jetzt sehe ich sie auch schon, wenn ich nicht auf Mission bin. Sie erscheinen auch in meinen Träumen. Sion hat mir erzählt, dass sie Träume hat. Albträume. Gibt es da eine Verbindung? Das müssen wir, denke ich mal, herausfinden. Ich guck mal, wie ich das... hier nutzen kann. Okay, ich habe da so ein Z, ne? Also der hier ist so Z-förmig angeordnet. Würde ich sagen, ich entferne den hier. Mist, dann habe ich immer noch zwei übrig und der müsste hier irgendwo trotzdem noch seinen Platz finden. Okay, den muss ich anders machen. Der muss hier bleiben. Mist. Das wird nicht hinhauen. Das klappt niemals. Wie mach ich das jetzt? Das ist natürlich blöd. Das ist ja so T-förmig, genau, das muss ich da drin lassen. Hier kriege ich das auch nirgendwo rein, oder?
sehe schon, Bartox liebt Tetris, ja. Na, ja, ich muss das ja irgendwo reinordnen können. Schauen wir mal, ob wir das hier irgendwo reinkriegen. Den kann ich auch nicht wegnehmen, okay. Das Ding kann ich hier hinpacken. Bringt mir aber auch nicht so viel. Das jetzt hier am besten. Kurz die Tränke entfernen und kurz überlegen, wie mache ich das am besten jetzt? Nicht den entferne. Also den kann ich hier reinballern. Wir müssen halt ein bisschen umstrukturieren gerade, ne? Muss man ein bisschen hier gucken. Das nochmal weg kurz. Dann kann der... Der Doppler ist mal wieder dahin. Mist, ich könnte den hier richtig gut hier reinsetzen. Aber das höher springen ist dann hier im Weg. Ach nee, doch nicht. Ich kann es ja nach oben setzen, ne? Ha. Ich kann es ja nach oben setzen. So. Ah, hier kann noch einer rein, so, okay. Tausche die beiden auf Seite 1 die untersten miteinander. Stimmt eigentlich, könnte ich auch mal machen. Jetzt habe ich aber leider keinen Platz mehr dafür. Na egal. So, High Potions, zack. Schön die Lücken damit füllen, ne? Aber dass ich stehe auf Männchen, kein Dingens hab. Man hört mich immer noch. Kein Level abgedöns. Na gut. Dann speichere ich mal ab. Schau mir kurz an, was wir für Missionen haben und werde dann wahrscheinlich aber jetzt schon wieder beenden, die Session hier. Erstmal mit den anderen reden. Machst du dich an die Arbeit, Roxas? Ich hasse Faulheit. Wichtig ist die Bonusanzeige für die Tage 256 bis 275. Sag Bescheid, wenn die voll ist. Nee. Mir geht's gut. Tut mir leid, Roxas. Hier, das ist für dich.
Leuchtkristall, okay. Ist wirklich alles okay? Okay. Sag doch einfach gar nichts. Hey, wie läuft's? Geh zu. Hier sind deine neuen Missionen. Brich auf, sobald du bereit bist. Okay, wir haben einmal besiege die Smaragd-Serenade im Wunderland. Dann besiege den riesigen Herzlosen Halloween Town und beende die herzlosen Bedrohung in Nimmerland. Okay, aber wie gesagt, das machen wir alles dann im nächsten Stream. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal wieder. Mit Kingdom Hearts 358 Days Over 2 für heute. In der nächsten Folge dann, beziehungsweise beim nächsten Mal. Ja, werden wir die Mission hier weitermachen, ne? Die Mission weiter angehen. Und schauen einfach mal, ob wir das Spiel vielleicht beim nächsten Stream dann zu Ende bringen können. Ich bin gespannt, ihr seid es wahrscheinlich auch. Und Sasa schrieb noch, da Martox alle Missionen macht, ist die Bonusanzeige eh immer voll. Echt? Ich laber ihn mal an. Ich glaube nämlich nicht, dass es ihm so ist. Ah, da ist die Bonusanzeige tatsächlich komplett gefüllt. Sehr gut. Ich werde deinen Fleiß mit einer neuen Mission belohnen. Frag Sai nach den Einzelheiten. Okay. Hier ist deine Mission, wenn du bereit bist. Ach du. Zerbricht die Krüge, okay. Ich dachte echt, die Bonusanzeige füllt sich nur, wenn ich auch die ganzen Truhen und sowas finde. Ah, na gut. Wir haben jetzt 4 Missionen, haben wir noch so eine Bonusmission. Speichere ich halt nochmal ab. Na gut, das machen wir aber beim nächsten Mal, wie gesagt. So, wir sind bei 23 Stunden. Insgesamt schon Spielzeit. Aber gut, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei hier bei Kingdom Hearts 358 Days Over 2. Und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Oder so, ne, je nachdem, welche Uhrzeit gerade bei euch ist. Und sagt dann mal bis zum nächsten Mal. Tüdelü.